Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich werde mich etwas kürzer fassen, weil die Zeit doch etwas weiter vorangeschritten ist. Ich möchte gerne erstmal meinen Dank aussprechen. Es war mir eine große Ehre, diese Stellungnahme zu verfassen. Und das schafft man natürlich nie allein, sondern da sind sehr viele fleißig dabei gewesen, ob das aus dem CEDEC-Büro gewesen ist oder auch aus dem anderen Büros, aber auch meinem eigenen Team und natürlich auch dem Experten, der neben mir sitzt. All die haben sich sehr engagiert, genauso wie Sie natürlich mit Ihren vielen Änderungsanträgen, die zum größten Teil gute Ergänzungen sind. Auch dafür möchte ich mich bedanken. Wir haben heute schon über Erasmus gesprochen. Hier geht es um das Nachfolgeprogramm, was von 2021 bis 2027 vorgelegt wurde von der Kommission. Es gab diverse Anhörungen in Brüssel, aber auch bei mir zu Hause in Bremen. Und wir haben viele Rückmeldungen bekommen, viele Erfahrungen von den Experten und Expertinnen vor Ort, die in der praktischen Arbeit sind. Wir haben uns bemüht, das alles mit aufzunehmen. Und nun liegt Ihnen das Ergebnis vor. Erasmus, das, was mir am wichtigsten sind, sind drei Punkte. Im Bereich von Bildung und Sport gibt es keine Grenzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir barrierefrei sein müssen, dass alle Zugang zu Bildung, aber auch zum Sport haben. Aber eine europäische Bildung vermittelt halt auch unsere Werte. Ob es um Solidarität, Demokratie und Humanismus geht, das ist das, was bei uns immer im Mittelpunkt stehen soll und was wir auch über das Erasmus-Programm vermitteln sollen. Bildung sollte immer barrierefrei sein, das heißt, alle sollten die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, unabhängig von ihrer Familie. Das ist mir eine sehr wichtige Sache. Kurz zu den wichtigsten Akzenten der Stellungnahme. Ich habe es heute Morgen schon erwähnt. Der eine wichtige Punkt, der mir in den Beratungen immer stärker auch in den Mittelpunkt geschossen ist, ist, dass wir neben den Studierenden, wo es schon sehr viele Erasmus-Studierende gibt, eben die Auszubildenden, die eine Ausbildung machen, in den Fokus nehmen sollen. Dafür brauchen wir Betriebe und wir regen an, dass es eben auch dort im Bereich der Unternehmen und Betriebe einen stärkeren europäischen Gedanken geben soll. Das ist nicht so sehr gemeint auf die großen Unternehmen, die jetzt schon international und europäisch arbeiten, sondern auch die kleinen. Da wäre eine mögliche Wertschätzung in einer Form, sollte man drüber nachdenken. Im Bereich von Interrail, des CAFA EU, wie das hier genannt worden ist, favorisieren wir eine stärkere Beteiligung der privaten Wirtschaft, insbesondere im Tourismusbereich oder im Mobilitätsbereich, weil wir die große Sorge haben, dass sonst sehr viel Geld, was für Erasmus zur Verfügung steht, in diesen Bereich fließt oder dass eben viele 18-Jährige doch nicht die Möglichkeit haben, dieses Programm oder diese Möglichkeit wahrzunehmen. Im Sportbereich geht es nochmal darum, insbesondere die Möglichkeit zu eröffnen, dass auch kleinere Veranstaltungen daran teilhaben können. Deswegen ist es uns wichtig, dass es diese sogenannte Deckelung von mindestens zehn Mitgliedsländern, dass die abgeschaffen wird und es weniger gibt, also mit weniger Ländern die Möglichkeit gibt, auch solche europäischen Sportveranstaltungen durchzuführen. Die Förderung von europäischer Hochschulnetzwerken haben wir sehr begrüßt. Da läuft sehr viel schon, aber natürlich ist es auch da gut, wenn es nicht nur in den Hauptstädten ist, sondern dass es regional stärker verortet wird, dass es europäische Hochschulnetzwerke gibt und eine stärkere Zusammenarbeit. Für die Umsetzung, für die wir ja sehr zuständig sind auf der regionalen und lokalen Ebene, ist es notwendig, dass es eine stärkere Beratung gibt, die eben die regionale Ebene auch vertritt und mit den nationalen Agenturen zusammenarbeitet. Das wären jetzt in aller Kürze die wichtigsten Punkte und ich denke, jetzt ist es gut, wenn wir in die Abstimmung gehen. Herzlichen Dank.